Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Ich gehe tatsächlich gleich schon mit meinen Freundinnen raus, heute shoppen und es hat gerade eben noch so schön die Sonne gescheint. Das war gerade kein Deutsch, aber egal. Und jetzt regnet es einfach schon wieder. Seht ihr das? Will das Wetter mich eigentlich komplett verarschen? Meine Lippen sind die ganze Zeit so trocken, das ist richtig schlimm. Ich hasse sowas. Boah, da fällt mir ein, ich muss noch meine Medikamente nehmen. Wundert euch nicht, ich bin nicht krank oder so. Das sind einfach nur meine Medikamente wegen meiner Haut. Weil ich hatte früher ja sehr starke Akne. Und wie man sehen kann, jetzt habe ich keinen einzigen Pickel mehr. Das hat aber auch 1,5 Jahre gedauert. Okay, denkt nicht, das ging von heute auf morgen. Und immer schön viel Wasser trinken. Aber auch wenn ich das sage, ihr macht das sowieso nicht. Okay, Leute, ich werde wahrscheinlich absolut erfrieren. Aber egal, ich habe auf jeden Fall noch diese Jacke und die passt eigentlich voll gut zum Outfit. Wenn ich sie mal angezogen bekommen würde. Ja, so sieht das Outfit aus. Das Oberteil, das ist einfach ein ganz normales schwarzes Top. Das habe ich, glaube ich, von Bershka. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das hier habe ich von H&M. Das war einfach irgendwann mal in der Sale-Abteilung, dieser Rock. Der ist auch eigentlich viel zu kurz, aber ich versuche ihn einfach die ganze Zeit runterzuziehen und einfach darauf zu achten, dass niemand was sieht. Habe ich schon gesagt, der ist von H&M. Ich weiß nicht genau. Der war auf jeden Fall, hat irgendwie nur 2 oder 3 Euro gekostet. Dann habe ich ganz normale Nike-Socken an und ich habe noch eine Hose darunter an. Ich glaube, die habe ich auch von H&M. Und die Jacke ist von Urban Outfitters. Ungelogen, ich finde diese Jacke so nice. Ob ich komplett frieren werde, weil es draußen kalt ist? Wahrscheinlich schon, aber ich trage noch eine Strumpfhose, man sieht sie nur nicht richtig. Okay, schön, ich habe schon wieder gefühlt keine Zeit mehr. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel eine Bürste. Und eigentlich brauche ich auch eine Wasserflasche. Aber hier ist... Oh, doch. Ich habe in meiner Gymtasche noch eine drin. Da ist nicht mehr so viel Wasser drin, aber egal. Wo ist mein Portemonnaie? Ich hoffe, das ist unten. Ich nehme auch so eine Haarklammer mit. Und kennt ihr diese Babyquetschteile? Die sind so lecker, die nehme ich auch immer mit. Und ein Babyriegel. Dann nehme ich noch Handcreme und Deo zum Notfall. Taschentücher wären vielleicht noch gut, aber ich habe hier keine. Mann! Ah, hier ist mein Geldbeutel. Sehr gut, sonst hätte ich den komplett vergessen. Und wir gehen shoppen und ohne Geld wäre es nicht schlimm. Kaugummis, Tampons, falls irgendjemand meiner Freunde braucht. Und ich nehme noch ein Desinfektionsmittel mit, auch wenn Corona so fast vorbei ist. Ah, und Kopfhörer nicht vergessen. Ich habe es auch wieder geschafft. Ich bin viel zu spät. Meine Freunde warten schon wieder auf mich. Und falls ihr denkt, irgendwas zu sehen, ich trage eine Hose drunter. Das habe ich aber schon bereits davor, glaube ich, gesagt. Ja, ich beeile mich jetzt. Und ich muss raus. Perfekt. Hallo, Frederike. Komm rein, Madame. Dankeschön. Oh, ready to rumble. Wie lange, glaubt ihr, werden wir jetzt auf Diana warten? Oh, ich sag ihr schon mal. Ja, bitte. Sag mal, wir stehen jetzt schon vor ihrer Tür. Und die muss jetzt sofort rauskommen. Hallo Diana, wir haben auch gar nicht 10.000 Stunden auf dich gewartet. So gut. Leute, wir machen euch jetzt einen Outfit-Check. Diana, okay, gehst du mal bitte weiter weg. Das ist was ich noch machen werde. Go! Okay. Du musst sagen, von wo deine Sachen sind. Meine Jacke ist aus dem Internet von Harajuku Streetwear. Meine Hose ist von Urban. Mein Oberteil ist aus Korea und die Handdinger sind von Zara. Okay, und deine Schuhe? Dann nicht. Möcht noch? Okay, jetzt seid ihr dran. Oh nein, scheiße. Okay, ja, meine Hose und meine Jacke hier drunter sind von Review. Das Oberteil ist von Victoria's Secret. Die Jacke ist von Versace. Ihr wirkt so unsympathisch. Hallo. Okay, nächste Person. Egal, ich schneide das einfach so, dass ihr sympathisch wirkt. Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nur Michael Kors. Ja, du siehst gut aus, das reicht. Und ja, okay. Geil. Okay, Dani. Fuck auf, Rebecca. Ich glaube, ich habe aber schon Outfit-Check eigentlich gegeben. Ist okay, gib mal. Warte, ich muss kurz meine Jacke zeigen. Okay. Aus dem Bild. Aus dem Bild. Nein, die kann doch nicht im Bild sein. Meine Jacke ist von der Ich werde hier die ganze Zeit rumgeschoben. Leute, mein Oberteil ist von H&M. Meine Rock ist von H&M. Meine Hose ist von H&M. Meine Schuhe sind von Adidas. Ah, warte, meine Top ist von Adidas. Ja, ja. Love it. Leute, ich habe es geschafft, dich zu überreden. Wir gehen jetzt Rahm essen. Ja, oder gehen wir Burger Nein, essen? Burger! Oh, sorry. Gehen wir jetzt Burger oder Rahm essen? Ich habe es nicht gecheckt. Ich nicht Rahm essen, ich mach Burger nicht. Aber wirklich, wir waren die ganze Zeit Rahm essen. Okay, wir haben es doch noch nicht geklärt. Egal.
Leute, ich bin ausgestattet, damit ich hier nicht erkannt werde. Nein, ich werde nicht erkannt heute. Ich sag's euch. Ich werde heute nicht erkannt. Ja! Ja, weil man die Chance erkennt. Ich will so heute. Oh nee, dann wirklich, dann ziehe ich mich umbringen. Nichts gegen euch, ich habe kein Problem damit erkannt zu werden, aber manchmal würde ich halt einfach gerne Privatsphäre haben, deswegen. Achso, mal andersherum. Leute, wisst ihr, was anders funny ist? Hallo, man muss immer vorankommen, auf jeden Fall. Schau mal, es sieht so aus, wie ich angezogen bin, als würde ich so am Strand bei 40 Grad herumlaufen. Wir sind in fucking Deutschland, es regnet in Frankfurt. Ja, wir haben vielleicht mal 18 Grad oder so. Okay, wir haben es endlich geschafft, uns zu einigen. Wir sind jetzt zum Rahmenplace gegangen, weil Rebecca so solidarisch war und auf ihre Burger verzichtet hat. Weil Diana mag keine Burger. Wer mag keine Burger? Das ist so komisch. Unser Essen ist endlich da, hat auch gar nicht 700.000 Stunden gebraucht und warum auch immer die sich eine Portion teilen. Oh, okay. Ich esse eins alleine. Ich sehe so fertig aus, warum? Nein, du siehst nicht fertig aus. Frederike ist ja eigentlich am meisten fertig. Leute, wir trinken jetzt Wasser und tun so, als wäre es ein Shot. Wofür auch immer. Das ist so unnötig. Ja. Warte, Frederike, ich nur kurz zur Information, das ist halt wirklich Wasser, ne? Also, wir tun nicht nur so, als wäre das Wasser. Aber wir müssen das wirklich so trinken, als wäre es Wasser. Hallo, du hast mir schon die Augen geschaut. Okay, ich hab die Nacht. Komm, und los, auf. Entspann dich. Entspann dich. Okay, lass mich. Okay, bitte gehen. Wir sind jetzt im Shopping Center und wir gehen jetzt in Bershka rein. Ja, das sieht so schön aus. Schau mal, es ist einfach alles Feierklamotten. Bershka ist I'm in heaven. Ja. Yeah. Wieso? Bershka hat viele Korsetts. Ja, das ist doch ein Korsett. Ja, ich will mir so welche kaufen. Ja, das sieht mega Hammer aus. Yeah. Ey, probier mal dieses Kleid an. Ich glaube, das würde dir voll gut stehen. Was? Ja. Oder das hier. Oder das da vorne. Das. Leute, bei Bershka ist einfach fast keine Schlange. Das kommt nie vor. Hä, ich finde, das sieht so nice aus. Besonders mit dieser Hose, es würde so nice aussehen. Was haben die nur? Die denken irgendwie, hier gibt es keine schönen Sachen. Ach, das ist ein Body. Okay, also einmal habe ich diese Hose hier gerade anprobiert und ich glaube, ich nehme die auch, weil die, ich weiß nicht, die lässt meine Figur so gut aussehen. Und ich brauche halt immer kurze Hosen, die ich unter Röcken anziehen kann. Ich bin tatsächlich auch überlegen, das Ganze nochmal in weiß zu holen, aber weiße Hosen ist, glaube ich, nicht so praktisch. Und Leute, ich probiere jetzt diesen Body an. Schaut mal. Das ist einfach so dünn. Das sieht nicht aus wie ein Body. Das ist so komisch. Und das hier ist der Body. Hey, ich glaube, ich nehme das. Ich finde das beides so schön. Okay, also ich weiß nicht warum, aber Rebecca gefällt ja nicht so gut. Bitte, Leute, der sieht so krank gut an ihr aus. Lass mal gleich auch Diana und Rebecca das zeigen. Du meinst Frederike? Ja, sorry. Ich bin auch nicht müde. Yay, wir sind jetzt bei Urban Outfitters. Ich habe nicht besonders... Ja, ich habe nicht besonders viele Klamotten, aber ich werde jetzt trotzdem mal anprobieren. Ja. Thank you.
Ja, der ist halt viel zu groß. Wirklich? Also okay. Mir schon. Der sieht auch nicht gut aus. Bei mir sieht er ja so bescheuert aus. Okay, also ich bin mittlerweile wieder zurück und ich bin so fertig. Ich werde mich jetzt schnell umziehen. Meine Haare sehen auch schrecklich aus. Ich habe mich gerade umentschieden. Ich will mich erst abschminken. Und dann dusche ich gleich nochmal, weil ich fühle mich so ranzig. Aber erstmal die Haare aus dem Gesicht machen. Mein Haar ist mittlerweile auch so kaputt, das muss ich mal dringend schneiden eigentlich. Aber nö. Ich finde diese Ohrringe so unfassbar schön, aber die kommen jetzt auch ab. Als nächstes die Lashes. Aua. Ich wünschte, ich wüsste, woher ich die habe, weil ich finde die so schön. Aber das war das letzte Paar, das ich übrig hatte und ich hatte die in irgendeiner komischen Box. Dann als nächstes wasche ich erstmal meine Hände gründlich mit der Handseife. Weil wenn man sein Gesicht reinigt, möchte man keine dreckigen Hände haben. Und dann wasche ich erstmal mein Gesicht mit lauwarmem Wasser. Das sieht dann ungefähr so aus und dann nehme ich Babyöl. Ein bisschen reicht und das reibe ich mir ins Gesicht, weil damit geht das ganze Make-up richtig gut runter, auch wenn ihr irgendwas Wasserfestes habt. Und gerade für die Wimpern ist das halt sehr, sehr schonend. Dann wasche ich das nochmal ab. Und dann benutze ich irgendein Waschgel. Das hier ist jetzt von Bioderma. Und Leute, deren Produkte sind so gut. Das ist gerade keine Kooperation. Also keine Werbung, aber ich habe schon mal mit denen Werbung gemacht, weil ich deren Produkte halt so Hammer finde, ne? Und das reibe ich mir erstmal gut rein. Das schäumt dann auch so leicht auf. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera sieht. Und das wasche ich mir jetzt auch nochmal ab. Dann nehmt ihr ein sauberes Handtuch, also das hier, was immer hier bei mir hängt. Das benutze ich immer nur fürs Gesicht. Und für meine Hände habe ich ein getrenntes. Oh, ich bin so fertig. Und dann nehme ich ein Haarband. So. Und dieses Produkt benutze ich jetzt nur einmal in der Woche. Und zwar ist es von The Ordinary, dieses rote Serum. Peeling Solution, was auch immer. Und das gebe ich mir auf die Haut und lasse es aber nur 30 Sekunden einwirken. Ich finde das so gruselig, ne? Weil das sieht einfach aus wie Blut. Habe ich gerade 30 Sekunden gesagt? 10 Minuten, meinte ich. Oh, und ich finde, das brennt immer so. Aber das ist ein wirklich gutes Produkt. Es wurde auch früher auf Social Media richtig krass gehypt. Okay, ich stelle mir jetzt einen Timer. Wie man sehen kann, ich habe mich umgezogen. 10 Minuten sind auch schon um. Das heißt, ich kann mein Gesicht jetzt abwaschen. Und ich habe mich auch abgeduscht. Und jetzt gerade habe ich kaltes Wasser verwendet, weil davor habe ich ja die ganze Zeit warmes Wasser verwendet. Weil warmes Wasser öffnet die Poren und kaltes schließt sie wieder. Deswegen am Ende mal kaltes Wasser benutzen. Normalerweise benutze ich immer Salicylic Acid, also Salicylsäure. Und das ist gut gegen Pickel. Aber wir haben ja gerade das andere Peeling verwendet, was ich einmal in der Woche benutze. Und man sollte nicht zu viele Peelings benutzen, weil das würde dann die Haut reizen. Auf Englisch nennt man das Ganze auch Exfoliation. Und das hier ist Niacinamide, das ist einfach Vitamin B. Und das ist sehr gut auch gegen Pickel und Poren, Mischhaut, was auch immer, Unreinheiten. Das habe ich auch von The Ordinary. Und am Ende vergesst nicht eine ganz normale Gesichtscreme. Und auch wenn ihr Pickel habt und ölige Haut, das Dümmste, was ihr machen könnt, ist auf eine Feuchtigkeitscreme zu verzichten. Weil eine Feuchtigkeitscreme macht eure Haut nicht öliger. Sie spendet eurer Haut nur Feuchtigkeit. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Obwohl, nein, sind wir nicht, weil ich bin Kontaktlinsenträgerin. Das heißt, ich muss meine Kontaktlinsen noch rausholen. Ich habe hier auch Augentropfen, damit meine Augen nicht so trocken werden. Ihr könnt euch so glücklich schätzen, wenn ihr keine Brille tragen müsst, wirklich. Ich finde das so nervig. Okay, also ich habe hier gerade ein neues YouTube-Video geschnitten. Das lädt auch gerade hoch, beziehungsweise exportiert. Und ich bin schon so aufgeregt, das hochzuladen, weil ich habe das Gefühl, das wird richtig lustig. Aber wenn dieses Video online kommt, was ihr hier gerade seht, also ich meine jetzt dieses Video hier, dann habe ich wahrscheinlich das da schon längst hochgeladen. Ich bin mittlerweile so tot, ich werde jetzt pennen gehen. Aber Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr dieses YouTube-Video bis zu diesem Punkt angeschaut habt. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!